Als Vorletzte spricht Birgitte Nyborg von den Moderaten. Bitte. Danke. Ich danke Ihnen. Wir sind hier mittlerweile schon alle sehr professionell. Wir kennen die Fragen im Voraus. Sie sind mit den Journalisten abgesprochen. Wir erhalten jeden Das ist Tag wirklich nicht abgesprochen. Kathrine, das ist keine vorbereitete Rede. Das ist improvisiert, was sie da abfeuert. Und all das machen wir, um den richtigen Punkt zu treffen. Sicher steht mein Berater, mein Spin-Doktor, jetzt da draußen und bekreuzigt sich, weil ich mich nicht an meine Rede halte. Es beunruhigt ihn sicher auch, dass ich nicht das vorgesehene Kleid anhabe. Aber leider passt es mir nicht, weil ich in der letzten Zeit zu dick geworden bin. Die zwei Großaufnahme, das müssen wir in Großaufnahme haben. Das sage ich, weil ich wir brauchen das Kleid groß halten. Dass wir ab und zu wir selbst du bist auf zwei. Können. Wir müssen den Mut haben, zuzugeben, wenn wir uns irren oder etwas nicht verstehen. Wir müssen wieder lernen, ehrlich zu sein. Ich bin Politikerin geworden, weil ich zu wissen glaubte, wie man die Welt gestalten kann. Und das glaube ich immer noch. Ich glaube auch, dass Dänemark seinen inneren Zusammenhalt verliert. Im Gegensatz zur Freiheitspartei bin ich der Meinung, dass wir bereits in einer multiethnischen Gesellschaft leben. Das Gerede, wie man das vermeiden kann, halte ich für überflüssig. Es ist ein Mythos zu glauben, wir hätten alle die gleichen Möglichkeiten. In den letzten 7 Jahren ist die Kluft zwischen Arm und Reich in Dänemark immer größer geworden. Unser Premierminister hier würde darauf sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Aber wer glaubt, das beste Mittel gegen soziale Ungerechtigkeit sei der freie Markt, der glaubt auch, dass große Autos den Treibhauseffekt verhindern. Das ist nicht richtig. Wenn wir ein neues, lebenswertes Dänemark wollen, sollten wir eine neue Art und Weise der Kommunikation und auch der Politik erfinden. Es ist gut möglich, dass Worte wie Sozialismus oder Liberalismus und Solidarität die Welt von gestern beschreiben, aber nicht die von morgen. Die moderne Welt ist vielfältig. Und das muss unsere Demokratie auch sein. Eine Stimme morgen für die Moderaten ist eine Stimme für ein neues Dänemark. Danke. Danke, Birgitte Nyborg. Das war klasse. Die Nyborg hat es heute geschafft. Danke, Birgitte Nyborg. Das ist eure Mutter. Wir können verdammt stolz auf sie sein.